Den 12. Februar 2016, also vor ein paar Tagen, wollte ich endgültig den eigenen Ohren und Augen nicht mehr trauen. An diesem Tag verkündet das Regierungspräsidium in Darmstadt kühl über die emissionsrechtliche Genehmigung von 4 Windkraftanlagen in Sofortvollzug der Hinrichtung des Rainer Ex bei Hirschhorn mitten im geschützten Flora-Fauna-Habitat-Gebiet, mitten im Weltnaturerbe, dem UNESCO-Geopark. Ich stelle ebenso kühl fest, dieses Verbrechen an einem Weltnatur- und Kulturerbe wird von einer grünen Regierungspräsidentin, der ehrenwerten Brigitte Lindscheid, getrieben und gedeckt. Dieses Verbrechen wird im Übrigen, meine Damen und Herren, leider die Initialzündung sein für das künftige Siechtum des immer noch mythisch verzaubernden Odenwaldes, dessen sanfte Rücken nämlich für 400 weitere Riesenwindmaschinen aufgerissen und industrialisiert werden sollen. Und dass dies auch geschieht, das lässt sich aus der trockenen Pressemitteilung der ehrenwerten grünen Brigitte Lindscheid hochrechnen. Ich darf zitieren: Die Prüfung des Antrags der Betreiberfirma durch das Regierungspräsidium sowie die eingeholten Stellungnahmen haben ergeben, dass die Voraussetzungen nach dem Bundesemissionsgesetz erfüllt werden und damit Beeinträchtigungen durch die betreffenden Anlagen nicht zu erwarten sind. Zynischer, meine Damen und Herren, kann man für die Zerstörung eines europäischen Schutzgebietes in einem UNESCO-Geopark nicht argumentieren. Und ich darf diese bezaubernde Dame weiter zitieren. Der umfangreiche Genehmigungsbescheid enthält, halten Sie sich fest, zahlreiche Auflagen, die für einen ordnungsgemäßen Betrieb der Anlagen sorgen. Die Auflagen beschäftigen sich mit der, Einhaltung der zulässigen Lärmgrenzwerte, der maximal möglichen Beschattungsdauer, dem Kranich- und Fledermausvorkommenpreisen, dem Eiswurf und auch, und sie beschäftigen sich auch mit dem Schutz und den Interessen der in der Nähe wohnenden Menschen. Wie bitte? Ich darf wiederholen, diese Auflagen im europäischen Schutzgebiet, im UNESCO-Geopark, beschäftigen sich mit der Einhaltung der zulässigen Lärmgrenzwerte, der maximal möglichen Beschattungsdauer, dem Kranich- und Fledermausvorkommen und sie beschäftigen sich mit dem Eiswurf und auch mit dem Schutz und den Interessen der in der Nähe wohnenden Menschen. Man könnte glauben, es handelt sich hier um eine Genehmigung eines neuen Industriegebietes, einer badischen Anilin- und Sodafabrik oder sowas. Aber, meine Damen und Herren, es handelt sich in Wahrheit um einen der schönsten noch unberührten Flecken in Deutschlands Mittelgebirge. Ach ja, die Auflagen beschäftigen sich immerhin auch mit dem Schutz und dem Interessen der in der Nähe wohnenden Menschen. Den feinen Unterschied, meine Damen und Herren, zwischen einer Beschäftigung mit dem Schutz und mit den tatsächlichen Interessen von Menschen und dem tatsächlichen Schutz von Menschen und deren Interessen, meine ich vielleicht herausgehört zu haben. Und weiter heißt es in dieser fatalen regierungspräsidialen Windindustriebaubegründung, ich darf wieder zitieren, die von Denkmalschutzseite, man muss einfach lachen, vorgebrachten Argumente, dass die Windkraftanlagen zu einer erheblichen Beeinträchtigung der denkmalgeschützten Hirschhorner Gesamtanlage führen würden, sind vom Regierungspräsidium geprüft und bewertet worden. In der Abwägung kam das Präsidium aber zu dem Ergebnis,
dass die Belange des Denkmalschutzes und ich, meine Damen und Herren, ich habe ja eh nichts mehr zu verlieren, füge frech hinzu, auch die Belange des Natur- und Landschaftsschutzes, jetzt weiter die Frau Präsidentin, nicht höher zu bewerten sind als die Privilegierung der Windkraftvorhaben im Außenbereich. Und ich füge erneut frech hinzu, die Natur, die Landschafts- und die Denkmalbelange werden von Frau Lindschau seit nicht höher bewertet als die Privilegierung der Profiteure, deren Taschen von den Stromrechnungen der kleinen Leute mit unser aller Steuergelder überquellen. Die weder den Klimawandel aufhalten, noch eine verlässliche Stromversorgung der Bundesrepublik gewährleisten. Ich würde mich freuen, wäre die Dame hier, dann würde ich ihr eben sagen, das werden Sie, Frau Präsidentin, sehr bald mit vielen anderen toten Gräbern unserer deutschen Landschaft zur Rechenschaft gezogen werden. In jedem Fall aber von Ihrem Gewissen. Doch die Regierungspräsidentin ist eine ehrenwerte Frau. So ehrenwert wie alle. In Deutschland, meine Damen und Herren, wird Gott sei Dank immer noch der sofort ins Irrenhaus geschickt oder wenn er Glück hat, nur ins Zuchthaus, der in der alten Pinakothek zu München eine Altdorfer Landschaft mit Salzsäure übergießt. Ist es nicht ein noch viel anmaßender Frevel, liebevollste Kunstwerke dieser Schöpfung wie Ihre bezaubernde Heimat mit Windrädern zu ruinieren? Regierungspräsidenten und Minister und alle anderen noch so ehrenwerten dürfen das wohl, ich sage Ihnen, noch ungestraft. Aber hebt denn bei Ihnen kein Pfarrer die Hand und hält den politischen Autoritäten den klaren Auftrag aus der Genesis vor, in der mit ehernen Lettern geschrieben steht, wir hätten Gottes Schöpfung zu bewahren, wenigstens in einem UNESCO-Geopark, ach Entschuldigung, beinahe hätte ich es ja vergessen. Die evangelische Kirche verdient ja dabei. Auch am Greinerbeck und die katholische Kirche an vielen anderen Orten.